Moin, Andi hier von notebooksbilliger.de. Ich bin hier gerade bei HP in Berlin. Die haben gerade ihre neuen Gaming-Maschinen aus der Omen-Reihe vorgestellt. Laptops, Desktops und noch ein bisschen was anderes. Hinter mir steht der ganze Kram schon und den schauen wir uns jetzt mal an. So, last but not least sind wir jetzt hier mit dem Omen Accelerator. Das ist im Prinzip eine Box, die euer Nicht-Gaming-PC zu einer Gaming-Maschine macht, indem er im Prinzip eine externe Grafikkarte in einem großen, schicken Gehäuse. Ich führe das mal kurz vor, das ist ganz einfach. Einfach hier hinten an der Lasche ziehen. Und schon könnt ihr die Hülle abnehmen. Hier drin haben wir jetzt ein 500 Watt Netzteil, das bedeutet, ihr könnt eine Grafikkarte einbauen mit einer Leistung von bis zu 300 Watt. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, was hier drin steckt. Ich glaube, das ist eine GTX 1080. Was wir auf jeden Fall sehen können, ist, dass hier dieser Laptop ohne den Accelerator läuft. Der hier läuft mit dem Accelerator. Und wenn wir sehen, dass wir hier im Skydiver 3D Mark 4000 Punkte ungefähr haben und hier 15.000, ist das schon eine recht dramatische Leistungssteigerung. Außerdem bietet euch der Accelerator jede Menge Möglichkeiten, ihn irgendwo anzuschließen. Ihr habt 4 USB 3.0 Ports, einen USB Type-C Port mit Thunderbolt natürlich, einen Netzwerkkabelanschluss und, das finde ich ganz besonders witzig, einen internen 2,5 Zoll Slot, falls ihr eine SSD oder eine große Festplatte einbauen wollt. Der Accelerator ist übrigens ab Mitte Juli erhältlich.